wunderschönen guten Tag zurück im LS17 auf der Auenbach. Und ja, jetzt gab es natürlich ein Update von der Karte, habt ihr mit Sicherheit gesehen, denn Chopped Straw kam mit rein und ja, natürlich stehen wieder die Felder. Ganz einfach, man musste definitiv ein neues Savegame anfangen, es ging nicht anders. Und in dem Fall hat es jetzt zur Folge eben, dass hier das Feld wieder von vorne losgeht. Macht insoweit jetzt nichts. Wir kriegen halt doch ein bisschen mehr raus, als wir reingesteckt haben. Denn ja, irgendwie jetzt beim Savegame übernehmen ist auch der Füllstand vom Anhänger übernommen worden. Was macht er denn eigentlich? Er fährt jetzt erstmal die Pflanzen platt, um sie dann zu dreschen, oder wie? Das ist natürlich auch optimal. Also Helfer in der Grundform ist jetzt mit Pflanzenzerstörung nicht unbedingt sinnvoll. Kann ich schon mal so sagen. Ui, mein Traktor zieht relativ schlecht den Berg hier rauf. Ich mache jetzt hier mal leer. Also beziehungsweise mache den Hänger mal voll. So rum. Und dann werden wir den mal abfahren hier, dass wir auch mal was anderes machen als dreschen. Das Problem ist jetzt echt nur, ich habe, ja, wobei, eigentlich ist es egal, denn, jetzt fahre ich den mal schnell in die Spur, denn solange ich hier sowieso jetzt den doppelten Ertrag habe, ist mir das jetzt in dem Fall einmal egal, was man hier, ja, was der hier zerstört, das ist jetzt nicht so tragisch. So, und dann wird man natürlich hier pflügen, denn Chopped Straw, habe ich ja schon im Multiplayer gestern erzählt, kann jetzt auch als Düngestufe benutzt werden. Und das Coole ist, hat mir der Modder selber geschrieben nochmal, also Webalizer in dem Fall, dass das Ganze auch so funktioniert, dass man Gülle noch drüber schmeißen kann und das Ganze dann im Endeffekt sogar zwei Düngestufen gibt. Also die heben sich nicht gegenseitig auf. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Und ja, da freue ich mich drauf, wenn wir dann mal so weit sind, dass wir hier auch düngen können, dass wir da dann dementsprechend für ganz die Faulen, ach verdammt, für ganz die Faulen gleich zwei Düngestufen in einem hat quasi. Und das Ganze dann eingrobert oder pflügt und dementsprechend halt dann auch, ja, Zeit spart, ziemlich viel Zeit spart sogar, wenn ich mir das so überlege, weil da ist ja gar nicht die Ausfahrt. Ein kompletter Arbeitsgang ist dann im Endeffekt gespart. Das ist natürlich schon sehr, sehr geil. Also muss man schon sagen. Und ja, da freue ich mich jetzt echt drauf, wenn das dann auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt überlege ich nur, ob ich selber wieder Drescher fahre. Könnte man eigentlich, bevor wir hier jetzt vom Helfer alles zerfahren lassen oder halt er nicht mehr weiterkommt, das ist die andere Option, dann machen wir hier mal den Streifen fertig, da hat er irgendwie gerade dezent Probleme hier oben gehabt, wahrscheinlich durch die Bäume, weil da dreht er ja früher um. Also was natürlich cool wäre, wenn in dieser Pflanzenzerstörung die Helfer ausgenommen sind, so wie es im 15er auch war, denn die fahren halt doch relativ viel durch den Bestand dann. Und wenn die einfach hier Ruhe geben würden, beziehungsweise eben dann keine Pflanzen zerstören würden, wäre das doch ganz cool eigentlich. Aber ich glaube, ja, weiß ich nicht. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Vielleicht, wenn dann Curseplay mit dabei ist, dass man es da dann definitiv macht, weil Curseplay eben die Pflanze selber nicht umfahren kann. Wobei, das hoffe ich mal, dass er dann in der Version für den 17er, wenn sie denn kommt, dann definitiv kann. Das wäre natürlich schon schön. Dann hätte man dieses alte Leiden auch mal weg, dass wirklich der Helfer auch hier geplant um die Frucht rumfährt. Das
Aber ich glaube, dass das somit der größte Programmieraufwand wäre in dem Fall und mit Sicherheit nicht die einfachste Variante ist. Ansonsten wäre es, denke ich, schon längst mal mit reingekommen. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen, was da noch kommt. Ich bin definitiv da ja, sehr begeistert davon, dass, ja, dass das Ganze überhaupt zur Debatte steht, dass es in den 17er auch wieder kommt, weil Curseplay halt doch, auch wenn er so seine Problemchen hat, mit Sicherheit einer der umfangreichsten Mods war. Im 13er extrem, im 15er war es ein bisschen ruhig, fand ich direkt. Also da wurde ja am Anfang schon noch relativ viel konvertiert, aber dann irgendwann war ja meines Erachtens ein bisschen die Luft raus, fand ich. Kann mich auch täuschen. Aber ja, grundsätzlich hat er ja ganz gut funktioniert. Wie gesagt, so ein paar Marotten hatte er. Wenn die natürlich jetzt für den 17er dann richtig gut ausgemerzt werden würden, wäre das natürlich schon eine coole Geschichte. Also da wäre ich absolut Fan davon, wenn das so werden würde. Schauen wir mal, was es dann wird, ob es überhaupt was wird. Ich habe noch gar nicht ins GitHub geschaut. Müsste ich eigentlich mal machen, was da so an ob denn überhaupt schon dran gearbeitet wird oder ob überhaupt irgendwas da dran gemacht wird oder ob das ganze Thema im GitHub aktuell eher brach liegt, weiß ich gar nicht. Müsste man echt mal schauen. Werde ich vielleicht jetzt mal die Tage tun und dann gucken wir mal, was ich da so zu berichten habe dann über die Geschichte. Zwecks Curseplay. Also grundsätzlich habe ich halt so Stimmen gehört, dass es auf jeden Fall kommen soll, aber ob es denn dann auch so ist, ist halt immer die andere Frage. Das kann dir keiner hundertprozentig sagen. Warum fährst du jetzt so weit rüber? Ja, okay. Da war noch eine halbe Spur. Dann machen wir die mal, die halbe Spur hier. Ist zwar jetzt echt ein bisschen Verschwendung hier, aber hilft nichts. Ja, ist halt jetzt auch blöd, dass wir da in dem Fall selber fahren müssen. Aber andersrum haben wir halt jetzt auch gerade nichts anderes wirklich zu tun. Wobei das einzige wäre, mal einen neuen Traktor kaufen. Das muss ich auch noch machen. Stimmt. Mist. Das stimmt allerdings. Da habe ich ja Mist gebaut. Und Sämaschine auch noch. Mann. Sämaschine ist ja auch noch Thema. Heieie. Ja, da muss ich nochmal hier ein bisschen was dann durchplanen, wenn ich ein bisschen Zeit dafür habe. Das ist im Moment gerade echt rares Gut, die Zeit. Bin eigentlich nur noch am Hin- und Herspringen von Organisieren von verschiedenen Geschichten zu aufnehmen, dann Multiplayer aufnehmen und so weiter und so fort. Heute jetzt mal wieder Singleplayer aufnehmen, morgen dann mit Mario wieder Multiplayer aufnehmen und so weiter und so fort. Also ja, es ist im Moment neben Arbeit und allem dann doch relativ zeitaufwendig die ganze Geschichte. Deswegen gibt es auch aktuell keine Tutorials oder noch nicht. Also ich sag definitiv noch nicht, weil machen möchte ich sie. Aber wie gesagt, solange ich mich da nicht umfänglich damit auskenne, brauche ich euch natürlich keine Tutorials hier machen. Das bringt extrem wenig. Von dem her, ja, dauert es noch ein bisschen, bis das Ganze dann wirklich hier aktiv wird mit den Tutorials und allem. Aber sie werden kommen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. So, haben wir das hier auch mal. Andererseits, ich habe beim 15er habe ich ja ziemlich zum Schluss eigentlich erst angefangen, die Tutorials zu machen. Von dem her macht es jetzt eigentlich gar nicht so viel, dass ich jetzt zum 17er noch nicht gleich dabei bin. Klar,
für einen Kanal wäre es mit Sicherheit gut, wenn ich das jetzt schon machen würde. Aber wie gesagt, es bringt halt auch nichts, wenn ich das dann so halbgar das Ganze mache. Das bringt echt wenig. Deswegen muss ich mich da selber erstmal einarbeiten in das Ganze. Aber das geht jetzt auch erst, wenn die ein oder andere Aktion fertig ist, die ein oder andere Aktion durchorganisiert ist, und dann kann ich mich eben genau um solche Sachen auch wieder kümmern und eben dementsprechend dann auch richtig umsetzen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, also so ist es nicht, da habe ich echt Bock drauf, aber wie gesagt, bringt nur was, wenn es richtig gemacht wird, und dafür brauche ich eben ein bisschen Zeit. Jetzt wird es dann auch wieder so sein, dass ich wieder Folgen im Vorhinein aufnehme, um eben dann ja hier auch ein bisschen mit den Let's Plays natürlich ein bisschen Luft krieg, nicht jeden Tag aufnehmen muss und so weiter und so fort. Also das ist, oder was heißt müssen, aber ja, im Moment mache ich es halt so, dass ich wirklich eigentlich fast jeden Tag aufnehme und dann immer nur eine Folge, weil ich gar nicht mehr Zeit habe aktuell. Deswegen wäre es halt jetzt mal an der Zeit, und das hoffe ich, dass es jetzt dann bald mal ist, dass ich eben wieder ein paar mehr Folgen am Stück aufnehmen kann und dann das Ganze eben dementsprechend auch im Vorhinein planen kann. Aber da ist halt auch der nächste Punkt dann, dass ich im Moment noch nicht endgültig auf dieser Map bleibe. Das ist auch, habe ich ja schon gesagt. Und von dem her ist auch jetzt gerade die Vorausplanung eher schwierig, weil sich ein Release abzeichnet von der Karte, die ich gerne spielen möchte. Und von dem her, ja, muss ich da jetzt gerade ein bisschen noch auf tagesaktuell machen und kann dann erst, wenn ich endgültig auf der Map bin, dann dementsprechend das Ganze eben wieder im Vorhinein aufnehmen und machen und tun und dann auch nicht in den Traktor reinfahren. Ja, und dann habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit für andere Geschichten, für andere Projekte, wo ich auch noch Bock drauf habe und ja, wo ich dann dementsprechend auch umsetzen möchte. Aber wie gesagt, für euch jetzt erstmal keine Änderung. Let's Plays gehen ganz normal weiter, Multiplayer auch. Das läuft jetzt soweit. Ich hoffe, dass wir da dann bald eine Multiplayer-fähige, gute Map finden, die wir dann dementsprechend bespielen können, dass wir auch da von der Standard-Map wegkommen und dementsprechend ja dann auch da ein bisschen interessanteren Content bringen können, denn ich denke mal, dass auch für euch das eher uninteressant wird auf der Standard-Map, dass ihr da auch gerne eher dann eben auf einer Mod-Map zuschauen möchtet, würde ich zumindest bevorzugen als Zuseher, weil die Standard-Map kann ich eben im vollen Umfang auch selber spielen. Da ist es immer interessanter, wie andere dann Mod-Map spielen oder auch einfach um ein bisschen was von der Mod-Map natürlich auch zu sehen. Das ist halt das Nächste, denn es bringt halt wenig, wenn man nur auf der Standard-Map spielt. Aber das ist so eine persönliche Meinung auch dazu. Da hat jeder so seine eigene Ansicht. Ich für meinen Teil, wie gesagt, bin da eher dann froh drum, wenn ich auf Mod-Maps zuschauen kann. Schau im Moment selber auch sehr, sehr wenige andere YouTuber, sage ich auch. Oder kann ich auch sagen, weil einfach, ja, Standard-Map kenne ich, da brauche ich bei niemandem anderem zuschauen, und ja, so eintönige, schnell konvertierte Karten brauche ich jetzt auch nicht unbedingt zuschauen, sei es jetzt eine Standard, umgebaute Standard-Map oder auch was anderes. Das ist für mich jetzt nicht unbedingt so interessant zum Zuschauen. Da wird es eben eher wieder interessant, bei Projekten zuzuschauen, wo auch ja wirklich interessante Mod-Maps dann kommen. Und das ist halt jetzt gerade so das Scharen, dass man endlich eine gute Mod-Map kriegt. So. Gut. Jetzt
jetzt hoffe ich mal, dass wir hier bald durch sind, durch diese gute Feld. Ich muss jetzt echt mal dann Querfahren ausprobieren, ohne Kollisionen im Weg. Vielleicht dreht er dann sauber um. Das wäre natürlich schön, weil dann könnte ich hier einen Helfer wieder fahren lassen und müsste nicht hier ewig lang rumdreschen. Da hatte ich jetzt eigentlich wenig Bock drauf. Aber hilft jetzt in dem Fall nichts. Ist halt immer so eine Sache beim Mapwechsel bzw. bei einem Update, wo man dann wieder ein neues Savegame braucht und so weiter. Da ist das Ganze immer schwierig, dann sauber umzusetzen. Deswegen, bitte ich um Verzeihung. Bedanke mich auch erstmal wieder fürs Zuschauen. Für heute sind wir nämlich erstmal durch. Und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid bei einer neuen Folge hier auf der Auenbach im LS17 natürlich. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.